So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Und damit herzlich willkommen zu The Witcher 3. Das ist übrigens der Hauptbildschirm von Blood and Wine. Hearts of Stone hat einen ähnlichen. Der will auch meditieren und werden Feuer da. Ist ja bloß ein düsteres Haus da. Man kann es auch leider nicht. Ich würde schon den ursprünglichen Hauptbildschirm euch vergessen. Naja, ja, neues Spiel. Du geschaufel. Jetzt muss ich nochmal schaufeln. Neues Spiel Plus. Da werden wir die Fertigkeiten und Gegenstände aus meinem vorigen Witcher 3 durchspielen. behalten. Das muss ich gerade reißen. So, und von vorne wäre ganz normal einfach. Allerdings hätten wir halt nicht die Gegenstände und Fertigkeiten aus The Witcher 2, genauso wie hier. Die kann man nämlich nicht importieren. Man kann nur die Entscheidungen aus The Witcher 2 importieren. Und da mein voriges Durchspielen und von The Witcher 2 und mein jetziges Let's Play durchspielen, ungefähr die gleiche Entscheidung gegeben haben, sogar verflixt genau gleich fast, habe ich mir einfach gedacht, was soll's, ich mache neues Spiel Plus und zeige halt kurz das Tutorial und alles drum und dran, was man beim neuen Spiel Plus nicht sieht. Weil es wird automatisch übersprungen. Von daher, genug geschwaffelt. Todesmarsch war ganz lustig und das mache ich auch. Tutorial ist aus. Spiel schon natürlich auch importieren. Das brauche ich zwar jetzt nicht, aber ich mache es trotzdem. Das Ganze ist gut.
Und weiter geht's allerdings gemeinerweise erst in der nächsten Folge, zwar Folge 0.